Die Junge Union Wilhelmshaven veranstaltete am vergangenen Wochenende das erste marine- und sicherheitspolitische Seminar im Columbia Hotel Wilhelmshaven. Als hochkarätige Referenten standen der parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Herr Thomas Kossendey aus Edewecht, der Kommandeur des Marinestützpunktes Wilhelmshaven, Herr Kapitän zu See Frank Fehoff, sowie der Bundesvorsitzende Marine des Deutschen Bundeswehrverbandes, Herr Kapitänleutnant Uwe Sonntag, den zahlreichen Gästen Rede und Antwort. Der Kreisvorsitzende des CDU-Nachwuchses, Herr Dennis Poppmann, begrüßte. Uns bewegt eine Frage: Wo stehen wir heute überhaupt sicherheitstechnisch? Wo stehen wir mit der Marine heutzutage? Es sind viele Fragen, die auch momentan durch die Presse gehen. Viel laienhaftes Wissen, das Fachwissen fehlt im Wesentlichen da. Und wir versuchen, dies ein bisschen auszugleichen, indem wir heute unsere Expertenrunde haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen wird. Aufgaben und Auftrag der Bundeswehr sowie die Herausforderungen der Marine in einem sich stark gewandelten sicherheitspolitischen Umfeld mit Terrorismus, Proliferation oder Piraterie waren das Thema von Staatssekretär Kossendey. Die See ist eigentlich die Brücke zwischen den Kontinenten. Der Seetransport ist auch das ein Aspekt, der nicht unwesentlich ist, der umweltfreundlichste Weg, der kostengünstigste und letztendlich auch trotz aller Risiken der sicherste Weg zwischen den Kontinenten. Nachdem Kapitän zu See Fehoff detailliert über den Stützpunkt Wilhelmshaven und dessen Bedeutung für die Bundeswehr und die Marine informiert hatte, folgte der Besuch der Fregatte Mecklenburg-Vorpommern im Stützpunkt. Hierbei hatten die Teilnehmer des Workshops Gelegenheit, an Bord des Schiffes sich über technische Möglichkeiten zu informieren, Fragen über das Einsatzprofil sich erläutern zu lassen oder aber auch sich mit den Mitgliedern der Besatzung über die Belastung des Dienstes auszutauschen. Kapitänleutnant Sonntag sprach anschließend im Unteroffiziersheim zum Thema Wehrdienstverkürzung auf 6 Monate. Wenn ich mir also dieses ganze komplexe Thema, was mit 9 Monaten schon sehr, sehr, sehr schwierig und eng gewesen ist, weiß ich nicht, ob wir mit 6 Monaten noch in der Lage sind, die Leute, die wir gerne an Bord bringen wollen, weil wir sie, wir brauchen sie, weil sie ein Bestandteil dessen sind, was uns in der Außenwirkung und was uns in der Ideologie auch ausmacht. Über das Gelingen des ersten Marine- und Sicherheitstages zeigte sich der JU-Vorsitzende Dennis Poppmann höchst begeistert. Er kündigte an, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben soll. Abgerundet wurde der Tag mit einem gemütlichen Beisammensein in Bonnie Steinhaus.